Hallo und ein herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal Crazy Dog Gaming. Heute werde ich euch zeigen, wie man den Cheat bzw. den Marvin-Modus benutzt. Es gibt nämlich sehr, sehr viele Befehle, die ihr wahrscheinlich noch nicht kanntet und die möchte ich euch heute zeigen. Naja, wie kommt man überhaupt in den Marvin-Modus? Ihr müsst einfach auf euren Spielstatus drauf gehen. Bei mir ist es die Taste B und dann müsst ihr hier ganz einfach Marvin an eurer Tastatur eingeben und dann oben links erscheint schon Marvin-Modus. Ihr seid jetzt im Cheat-Bereich. Das allererste, was ich euch zeigen will, ist, ihr könnt mitten im Spiel cheaten. Was heißt es denn genau? Wenn ihr an eurer Tastatur Tastenkombination oder Tasten eingibt, dann könnt ihr schon im Spiel cheaten. Wie geht es? Zum Beispiel mit der Taste F8, das ist wahrscheinlich die bekannteste Taste, tut ihr straight nach oben fliegen und kriegt noch Leben und Mana generiert. Dann gibt es noch die Taste K, da macht ihr sowas ähnliches, statt aber nach oben fliegen, tut ihr straight nach geradeaus fliegen, aber ihr kriegt nichts generiert. Dann gibt es noch die Taste H, mit der Taste H kriegt ihr selber Damage. Dann gibt es noch die Taste O, die kann sehr nützlich sein bei Filme machen. Mit der Taste O könnt ihr nämlich einen Spielerwechsel ausüben. Also ihr seid jetzt zum Beispiel Xardas. Und dann könnt ihr auch wieder zurück wechseln. Dann gibt es noch Tasten wie Alt und U. Da werden euch sehr viele Wegnetze, also Waynets, angezeigt. Und diese Waynets sind einfach diese Wegpunkte der ganzen NPCs und Spieler von dem Spiel. Mit der Taste F3 kommt ihr ins Fenstermodus, aber das klappt nicht immer. Also wenn ich jetzt F3 drücke, das klappt nicht, weil ich jetzt in D3D11 drinne bin. Dann gibt es die Taste F4. Da tut es eure Kamerasperspektive resetten. Also jetzt kommen wir auch zu den Kamerasperspektiven. Das ist sehr gut für die, wo Filme machen wollen. Mit der Taste F5 tut ihr eure Kamera auf der aktuellen Position freezen und euer Charakter könnt ihr dann frei weiterspielen. Also das ist dann auch eine coole Perspektive, wenn ihr Filme machen wollt, auf jeden Fall. Dann mit der Taste F6 tut ihr sozusagen die Free Cam, also die freie Kameraperspektive aktivieren. Bei der Position ist euer Held komplett gefreezed. Das seht ihr auch schon, dass er gar keine Animationen hat. Also ganz normal mit den Pfeiltasten macht ihr diese Bewegungen. Und dann gibt es noch die Tasten H und Y, mit denen tut ihr die Höhe variieren. Und dann mit den Tasten Bild nach oben oder Bild nach unten tut ihr dann sozusagen den Winkel anpassen. Dann mit F7 tut es die Kamera an euch sozusagen fixieren, aber auf eine ganz andere Weise. Das ist wie wenn ihr eine GoPro an euch habt, um es so zu erklären. Dann gibt es noch die Taste Position 1, mit der könnt ihr dann die Kamera von bestimmten NPCs wechseln. Ihr tut die nicht steuern, ihr tut nur die Kamera wechseln. Das heißt, ihr seht aktuell, was die NPCs treiben. Das waren alle Befehle, die ich euch gezeigt habe an der Tastatur. Ich werde euch die Seite Mondgesänge in der Videobeschreibung verlinken. Da werden alle Commands, alles mögliche, was ihr für Cheaten braucht, dort angezeigt werden. Jetzt möchte ich euch den Command-Block zeigen. Also ihr müsst dann einmal F2 drücken und dann entscheidet euch oben sowas. Wir haben jetzt hier oben unseren schönen Cheat-Block, sage ich mal. Bei diesem Cheat-Block könnt ihr sehr viele, also sehr, sehr, sehr viele Befehle ausüben. Und die möchte ich euch jetzt zeigen. Das allererste, was ich euch zeigen will, ist Edit Abilities. Und bei Edit Abilities wird euch dann das hier erscheinen. Und das ist euer Charakter. Also da seht ihr die ID, Name, Slot, Damage. Ihr könnt auch sogar eure Voice Pitch ändern. Also da wird die Stimme nur heller und dunkler. Da werdet ihr keine andere Stimme bekommen. Und wo ihr dann eure Attribute ändert, das müsst ihr ja dann noch dazu Attribute eingeben. Und dann ist hier eure, dann sind hier eure Attribute, also mit 0 und 1 zum Beispiel ist eure Lebensanzeige. Und dann kommt noch 2, ich glaube das ist Mana, 3 und 4 Geschick und Stärke. Das ist eigentlich das ganze Drum und Dran. Dann gibt es noch was sehr Nützliches für Leute, die Filme machen wollen. Mit AI Goto zum Beispiel könnt ihr dann Wege folgen. Also ich gebe mir jetzt nur mal AI Goto ein und er wird dann einen Weg folgen.
Also die Wegnetze, die wir gesehen haben, wird er jetzt folgen. Und wenn ihr nur AI Goto eingibt, der wird dann eine bestimmte Position, und das ist immer die gleiche Position, anlaufen. Und das ist zwar die Position ungefähr bei Laris. Wenn ich jetzt aber beispielsweise AI Goto Xardas eingebe, dann wird auch aktiv zu Xardas laufen. Also ihr müsst auch wissen, was halt dazu nur wichtig ist, ihr müsst nur wissen, wie diese Wegpunkte heißen, und dann wird euer Charakter dies auch laufen. Ich habe dies auch in der Videobeschreibung verlinkt, weil da gibt es eine riesen Map zu sehen mit den ganzen Wegpunkten, die ihr anlaufen könnt. Dann gibt es noch so Cheats wie Kill. Das ist einfach ein Cheat, was euch sehr hilfreich sein kann, wenn ihr keinen Bock habt, Leute zu töten. Dann geht ihr einfach mal zu einem NPC hin. Jetzt gehe ich nicht zum Schaf, weil der ist zu schade dafür. Wir gehen jetzt einfach mal zum Goblin. Und wenn er Eingabe macht, wird er instant gekillt. Also wird gesagt, wenn ihr dann Szenen machen wollt und ihr habt gar keinen Bock, gerade die zu töten, könnt ihr die instant töten, und dann ist euer Leben eigentlich vereinfacht, sage ich mal. Jetzt kommen wir mal zu dem Bereich Play. Also Play Any zum Beispiel ist eine Animation, indem ihr euren Helden eine Animation gibt. Zum Beispiel Play NET Plünder. Der wird auch aktiv eine Plünder-Animation machen. Oder T Get Lost. Das ist eine bekannte Animation in Gothic-Filmen. Dann gibt es noch den Befehl Play Face Any. Das ist einfach ein Befehl, dass ihr eurem Gesicht eine Grimasse gibt. Zum Beispiel mit Play Face Any wie Seme tut ihr euren Charakter reden lassen. Das ist eigentlich auch sehr perfekt für Filmemacher. Dann gibt es auch noch den Befehl S Frightened. Da kriegt euer Charakter ein bisschen so eine ängstliche Grimasse. Und wenn ihr das resetten wollt, dann einfach S neutral eingeben, und dann ist euer Charakter wieder neutral. Dann gibt es noch sowas wie Play Video. Das ist auch sehr hilfreich, wenn ihr direkt irgendwelche Filme ablaufen wollt. Zum Beispiel Play Video Intro oder Play Video Ship. Also, wenn ihr dann Filme machen wollt und ihr möchtet jetzt nicht zu den bestimmten Punkten hinlaufen, dann ist es auch eigentlich praktisch, damit ihr das direkt abspielen könnt. Dann gibt es auch noch so Cheats wie Set Time auf 12 Uhr oder Set Time auf 24 Uhr oder Set Time auf 8 Uhr. Dann gibt es noch den Cheat Set Model Fatness. Mit denen könnt ihr dann euren Charakter bestimmte Fettanteile geben oder sogar abnehmen. Also ihr könnt sogar auch extrem schlank werden. Der sieht jetzt schon richtig am Arsch aus, fast wie ein Skelett. Aber ja, das waren dann so die ganzen Befehle von den Helden, beziehungsweise was man halt abspielen kann und bearbeiten. Es gibt noch 1000 weitere Befehle, die findet ihr auch, wie gesagt, alle bei Mondgesänge. Jetzt möchte ich eher zum Einfügen rüberrutschen. Und der allgemeineste Einfüg-Cheat ist Insert-CH. Mit Insert-CH tut ihr einen Charakterhelper sozusagen hercheaten. Und dieser Charakterhelper hilft euch dann, bestimmte Attribute direkt zu geben oder Stärke oder Gilde. Also ihr könnt zum Beispiel sagen, ich möchte sein Level 50, zum Beispiel. Dann will ich sein Drachenjäger, da habe ich auch schon direkt so eine Drachenjäger-Rüstung. Ihr könnt auch sagen Total Reset, wenn ihr euch nicht sicher seid und unzufrieden seid. Stärke und Geschick könnt ihr euch geben, Mana, Runen, Kreise, also eigentlich alle Attribute, was ihr braucht. Dann könnt ihr auch noch bestimmte Gegenstände geben lassen oder auch Erz geben oder irgendwelche random Zeug geben lassen. Also so ein Charakterhelper ist eigentlich nur dafür gut, wenn ihr einen Charakter auf die Schnelle editieren wollt. Dann gibt es noch den InsertFH. Das ist ein Face-Helper. Und mit diesem Charakter könnt ihr dann sozusagen bestimmte NPCs für euren Film herstellen. Nämlich ihr könnt dann die Gesichter der Charaktere ändern, ihr könnt auch das Geschlecht natürlich ändern und so weiter und so fort. Und bei dem zum Beispiel könnt ihr dann auch einfach mit O wechseln, und dann könnt ihr auch zum Charakterhelper gehen und dann eure Gilde wählen zum Beispiel. Also Fake Bandit zum Beispiel. Ich glaube, da wird der Charakterhelper jetzt auf ihn... Nee, wird er nicht. Okay, alles klar. Genau. Also
Wenn ihr den Charakterhelper und den Facehelper habt, dann habt ihr eigentlich schon einen riesen Vorteil, würde ich sagen. Was auch ein sehr praktischer Cheat ist, ist Insert PC Itemfeller. Bei dem habt ihr nämlich die Möglichkeit, alle Items von Gothic euch entweder zu holen oder anzuschauen oder wie auch immer. Also er hat wirklich jeden fucking Stuff, was es im Spiel verfügbar gibt. Ihr könnt natürlich auch mit Insert bestimmte Monster oder Tiere spawnen lassen, zum Beispiel Insert da Wolf. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ein so. Mistvieh weniger. Ihr könnt euch natürlich auch direkt zum Beispiel Gegenstände hinzufügen lassen. Zum Beispiel mit ITMI, Inner's Eye, Mies. Da habt ihr zum Beispiel schon direkt das Auge Inners völlig aufgeladen und so weiter und so fort. Also ist nur ein Beispiel, aber ihr könnt euch auch jede Menge Gegenstände hercheaten lassen, wenn jetzt nicht 10.000 Mr. Items für 10 Charaktere zum Beispiel hercheaten wollt oder so. Naja, aber wenn ihr einmal im Marvin-Modus seid, wie kommt ihr dann am Ende wieder raus? Naja, ihr müsst dann wieder auf euren Spielerstatus gehen, einfach die Kombination 42 eingeben. Oben links steht dann What was the question? Und ihr seid dann direkt vom Cheat-Modus wieder draußen. Ihr könnt natürlich in den Spielerstatus, was ich euch auch noch zeigen wollte, auch direkt Cheats abspielen lassen. Es gibt zum Beispiel den Cheat B-Clerks. Der tut nämlich euer Spiel dann komplett in Zeitlupe abspielen. Oder zum Beispiel Garfield. Da sind alle Charaktere in eurer Umgebung fett. Also wirklich fett. Auch sogar die Monster. Was auf jeden Fall lustig ist anzuschauen. Jo. Im Großen und Ganzen war es das erstmal fürs Erste. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich werde euch so bald wie möglich antworten und auch helfen. Aber wie gesagt, wenn ihr etwas braucht, guckt in Mondgesänge vorbei. Ihr werdet da eigentlich zu 99% alles finden, was ihr braucht. Das ist eine Seite, was halt alles schon von Cheaten her, von Befehlen drinne hat. Aber wenn ihr, wie gesagt, etwas nicht findet oder irgendetwas euch nicht passt oder irgendwo Hilfe braucht, ihr könnt, wie gesagt, einfach in die Kommentare unten schreiben. Im Notfall auch bei World of Gothic in den Forums reinschreiben oder bei anderen YouTuber mal fragen. Genau. Ich würde sagen, das war's dann erstmal. Wie gesagt, nächste Video möchte ich dann zeigen, wie ihr genau Gothic-Filme macht und wie ihr das Ganze so macht, wie ich das mache. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Falls ihr noch nicht meine ganzen Gothic-Filme gesehen habt, würde ich euch das empfehlen auf jeden Fall, wenn ihr gerade richtig Bock habt auf Gothic-Filme. Und ja, genau. Ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder auf Crazy Dog Gaming. Ciao.